Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das stellt wirklich keine Challenge für uns da. Und dann fahren. Junge, das ist einfach nur noch belastend. Warum? Wir haben halt was ganz Verrücktes geplant, ja? Wir spielen tatsächlich... Tobi schreibt, geh runter von meinem Server. Moment mal, Tobi, wir spielen zusammen heute. Geh runter von meinem Server. Das sieht jetzt hier erstmal aus wie eine ganz normale Minecraft. Welt. Man denkt, es ist so nichts Besonderes, bis man sich dann mal umschaut und sich ganz genau dieses Huhn hier anguckt. Tobi, komm mal ganz kurz zu mir. Wenn man sich nämlich dieses Huhn hier anguckt, meine Freunde, merkt man... Also das passt ja alles mit dem Huhn. Dumme Sau, Alter. Nein, Leute, es hat mit dem Huhn tatsächlich nichts zu tun. Es geht um diese ganzen Dinger. Ihr seht hier eine Menge tolle Sachen. Gravitude, Altitude, Leggings. Crazy. Wir haben uns einen Mod installiert, der dermaßen brain ist, dass man nicht mehr klarkommt. Tobi, hast du den Gravity Controller ready? Der Gravity Controller Tobi, ist ready. Okay, ich würde sagen, slash keep inventory müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, sonst verlieren wir den immer wieder und das ist irre dumm. Das hat Basti GRG gemacht. Ich hab keine Ahnung, was Basti GRG schon gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir nicht jeden Stream und Video von irgendwelchen Leuten an. Ich hab das selber gefunden. Hört auf, damit ich weiß, was Basti GRG macht. Lasst mich in Ruhe. So, wir spielen auf jeden Fall heute Minecraft mit einer umgedrehten Schwerkraft. Und ich würde sagen, Tobi, sneak it in. Wir gehen auf jeden Fall auf zu wild Richtung Norden. Lol. Wir gehen Richtung Norden, Leute. Und ihr seht jetzt vielleicht die Schwerkraft. Wir fallen jetzt. Angenommen, ich würde jetzt nach vorne gehen, dann sterbe ich quasi. Also ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Ich würde halt immer weiter und dann... Ja, ihr seht es wahrscheinlich, oder? Ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier vorne und wir versuchen jetzt einfach mal so mit dieser Schwerkraft Minecraft durchzuspielen. Man könnte es schaffen. Man kann es schaffen, wenn man nämlich die Mechanics versteht im Gegensatz zu Tobi. Was? Hey, hör auf, weg mit dir! Mein Baum! Nein, ey! Stopp! Okay. Stopp. Tobi, du kümmerst dich um Essen, ich um Holz, ja? Wie soll... Ich komme ja nicht mal an Tiere. Bitte, wenn du auf dem Boden bleibst. Die laufen normal rum? Ja, warum? Moment mal. Ja, das ist es. Man kann es schaffen, Ich habe auf jeden Fall schon mal Holz. Boah, Leute, das ist ja der Übergeisteskrank. Bro, das Ding ist, ja? Die Tiere, also die Blöcke, die droppen ja auch normal. Und die Tiere, die bleiben auch stehen. Also ich meine, wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Ich deck mich hoch, warte. Alter, Leute. Gravity-Schwert. Ja, genau das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen ja nicht mit diesen Mods-Items spielen. Wir wollen ja einfach Minecraft so auf Schrägbasis quasi durchspielen. Das ist ja das Ziel. Oh mein Gott, jetzt das ist too easy, ja, Bro. Too easy, man muss einfach mit Blöcken. Ja, Digga, guck mal. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das stellt wirklich keine Challenge für uns da. Bin ich ganz ehrlich, bitte lass mich. Pass auf, ich gehe jetzt erstmal hier runter und hol mir ganz kurz. Oh, es stellt, glaube ich, schon eine Challenge da. Natürlich ist es eine Challenge. Digga, ich schaff's nicht, Essen zu farmen. Ja, das macht meinen Kopf ja komplett kaputt. Digga, ich hab grad Kopfschmerzen. Es macht mein Kaffer, weißt du, was ich meine? Hast du heute hier, Dings, Köfte-Spieß halt schon gehabt. Tobi, bitte. So, wir holen uns erstmal Steine, Leute. Mit Pickle Dirt abbauen. Guck mal hier, Leute, wie ich die Mechanics schon drauf habe, Alter. Ich weiß genau, wie ich Block Placement machen muss. Dies, das, Alter. Ändere doch einfach die Schwerkraft mit eurem Gravity Controller. Hä? Der hat ja recht, Tobi. Wir können ja einfach die Schwerkraft ändern. Ah. Ey, wir sind ja so dumm. Der hat ja so recht. Guck dir das mal bitte an. Guck dir mal bitte an, was ich jetzt mache. Ich laufe jetzt hier einfach, wenn ich will, den Baum hoch und bleib hier so stehen. Stell dir mal vor, ihr seht so einen Mann. Ihr geht durch die Stadt und er steht so. Er steht einfach so. Junge, oh du Mate. Mein Kopf tut weh beim Hingucken. Mein Kopf tut weh beim Spielen. Frag mich mal, Leute. Digga, ist so anstrengend, ne? Ich find's geil. Spider-Man-Skin, dann bist du Spider-Man. Ja, mit IE bin ich dann Spider-Man. Genau der. Ja, moin. Guck mal hier, ich gehe jetzt einfach in den Gang, den ich nach unten gebuddelt habe, geradeaus hoch. Ah! Pass mal auf, guck mal hier, Leute. Ihr seht das hier gerade, wie ich gerade rauslaufe, ne? Digga, guck mal hier. So stehe ich gerade. Das hier ist ein Loch im Boden. Ihr seht das gerade, was hier gerade los ist, ne? Also die Schwerkraft, ganz komischer Hase heute. So, aber ich glaube, wenn wir halt mit Erdblöcken arbeiten und uns damit vorarbeiten, so eine Kante quasi hier reinschlagen, dann habe ich immer so eine G-Kante. Und eine gute G-Kante, Tobi, ist besser als jede? Ist die Basis auf jeder Grundlage. Ganz genau, ist die Basis auf jeder Grundlage, der Junge sagt. So, that is what I call a pro-gamer moment, what I do now. I kill the Huhn. I killed successfully the chicken. Oh, very good Huhn. Oh, yes. You did Yes, I did successfully kill chicken. Oh, very I would nice. Say not every player can kill Huhn. No, not every person can kill chicken. It's the way it is. Wap, wap. Der vorne, there is another Huhn I kill. Okay, bro, also sehe ich das gerade richtig, dass du hier einen Enderdrachen erlegen willst? Digga, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Wir können hier einfach die Dinger hochlaufen beim Enderman. Enderman? Wie heißt der Enderdrachenmann? Auf jeden, Bruder. Drache, ah, ja. Oh, ja, das ist ganz knapp.
knapper Hase an der Stelle gewesen. Ui, da habe ich mir in die Hose gemacht, Leute. Bro, du weißt, dass wenn wir in dieser Himmelsrichtung im End stehen, dass wir komplett durchs End fallen und sterben. Das werden wir sehen. Denk nochmal nach. Ich End besteht aus Achtung, so Achtung. Flachen. Oh mein Gott, Leute. Guckt mal, wie risky ich bin. Damn, Bro. Ich baue mich gerade über den Lavasee und stehe einfach da drüber. Über Lava oder vor Lava? Über. Oh my God. Can you tell me like, what? You are disgusting. You're disgusting, mate. Achtung, wenn ich jetzt darüber springe. Oh. Boah, Leute, ich hab's jetzt schon raus. Ich hab's jetzt schon. Ich hab Minecraft so oft gespielt, Leute. Minecraft und ich sind eins. Minecraft und ich sind ein Spiel. Hey, du heißt ja sogar mit zweiten Namen Minecraft. Ich heiße Sebastian Fortnite. Ja. You die now, Chicken. You can't escape. I'm the Spider-Man. You die. Oh, there's water a lot. Chicken, I have killed. Another. Liebste Videoschauer, Chat. Ist ja auch egal. Wenn ihr wollt, dass wir das mal mit Trimax spielen, ja. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Kommt, machen wir. Komm hier, Chicken. I kill. I kill for honor. Bring mich jetzt um und dann fahre ich. Mutter, warum? Pass mal auf, Leute, ich hole mir jetzt Wassereimer. Und wenn ich den Wassereimer habe, Digga, dann ist easy. Dann ist easy GG Game. Dann kann man nämlich immer waterbucketen. Und wenn man dann waterbucketend, dann kann man sich nämlich ganz easy schnell zum Endfortress hinbucketen. Und dann ist easy. Also, Leute, there's no problem. One water a day keeps the doctor away. Say yes. Yes, jetzt halt's mal auf, bitte. Lass uns bitte einfach Deutsch reden. I'm on top of the world. Hey, I need some iron. Yay. Give me something iron. Ihr seht's vielleicht. Minecraft ist ein bisschen verkehrt rum. Also, I have found a cave. Okay, warte mal. Oh, yes, nice. Falle ich jetzt eigentlich hier runter? Ich kann ja... Ich laufe einfach an der Wand entlang. Leute, wer ist der wandlaufende... Au, Boss. Leute, es ist der wandlaufende Boss. Guck mal, das Skelett rechnet gar nicht damit. Ich komme einfach von oben. Oh, Leute, Spider-Man ist in... Oh, ganz stark gespielt. Hier von dem jungen Revinzeit. Kann ich überhaupt in Wasser schwimmen? Weiß ich nicht. Ganz komisch schwimmen. Ich renne hier einfach so durch die Höhle. Das, also rechts von mir ist der Boden. Guckt, wie das Wasser fließt. Guckt, wie das Wasser fließt, Leute. Wartet. Und ich renne einfach so durch die Hülle. Es macht gar keinen Sinn. Gar keinen. Alter. Wir müssen am Ende mal normal spielen und dann gucken, wie es... Also ganz am Ende dann, wenn wir es geschafft haben, den Enderdrachen zu besiegen. Wie es dann ist, normal zu spielen, Alter. Ja. Hä? Hey, Digga, das ist zu wild. Das ist, Digga, das macht mich zu sehr fertig. Das macht mich Wie würde ich Kata sagen? It's a trick. It's now the time is for the trick. Okay, Achtung. It's trick time. Das hat ja super geklappt mit dem Water Bucket. Ganz toll. Das klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Oh, oh, oh. Oh, I call it le parcours. Oh, die Lava kann mir nichts anhaben, weil ich ein Parcoursläufer bin. Upp. Oder weil du andere Gravity hast. Die Lava kann mir nichts anhaben, weil ich ein Parcoursläufer bin. Ich habe drei Eier dabei. Pass auf, ich habe drei Eier. Wenn ich Glück habe, kommt ein Huhn raus. Pass auf, Achtung. Drei Hühner. Nein, nein. Ja, ein Huhn. Okay, jetzt müssen wir nur warten, bis es groß ist. Wenn ich jetzt hingehe, Leute, quasi mir hier eine Home mache, dann kann ich in der Höhle überleben, indem ich einfach nur das Essen mache. Einen Seed, den ich habe. Eins, zwei. Nein, das reicht nicht. Okay, Leute, wir haben zwei Weizen. Es braucht noch ein weiteres. So lange warten wir einfach. Radias! Echt jetzt? Ja. Lol. Das ist mein. Digga. Nice one. Tobi? Ja. Diese Weizen hier wächst nicht. Ich sterbe bei mir gleich. Auch nicht. Es braucht Sonnenlicht. Ah! Ich hab Dias schon wieder. Bro, what the f- ist dieses Hühnchen? Ich bring das Hühnchen jetzt um. Leute, wo ist das Huhn? Ich muss das Huhn töten und essen. Es geht nicht anders. Ich brauche die Nahrung. Mann, es macht mich zu sehr fertig. Es macht meinen Kopf kaputt, dass hier alles verkehrt rum ist, Tobi. Es nervt mich. Nee, es nervt mich. Wo ist das Huhn? Das ist einfach despawned oder was? Lack, ist das Huhn einfach gestorben oder was? Junge, das ist einfach nur noch belastend. Ich bringe mich jetzt um. Achtung. 3, 2, 1. Kennt ihr das auch? Manchmal muss man einfach in die Lava gehen. Mein Eimer ist leer. Mein Wassereimer ist leer. Ah! Wassereimer. Du kannst, warte, ich zeig dir den Gefühl. Ja! Ja! Ich töte dich, du dummes Huhn. Habe dich enthauptet. Scheiße, Mann, jetzt muss ich... Ach, wo komme ich denn jetzt hier an Wasser, Alter? Nein! So. Guck mal hier, kann ich nämlich hier? Oha, Leute, seht ihr das? Liegt mir da. Ich kann im Web danach. Halt dein Maul, Vogel! Spring einfach, wenn du spawnst, da dich runterfallen lassen. Da kommt gleich ein Wasserfall. Da fliegst du rein in den Wasserfall. Okay, ich hab Kopfschmerzen, Junge, mein Kopf. Ich dreh mal meinen Monitor. Tobi, ich hab ihn. Ja, nice. Pass mal auf, wie machen wir es am besten? Wir nehmen uns Cobblestone, den wir jetzt farmen und bauen uns so ein Schaf rüber. Das ist sehr, sehr geil. Das ist nämlich sehr, sehr geil. Für ein Bett. Für was brauchen wir ein Bett? Damit wir uns vorwärts bewegen können und nicht immer an der gleichen Stelle spawnen. Raffst du es eigentlich, Mann? Ah! Oh, nein! Du, ja, selber schuld. Ganz ehrlich, du hast es nicht anders verdient. Wer so dumm ist, tut mir leid. Nein, nein! Ja. Bepisster Müllzombie, Alter. Ich töte deine Drecke. Leitern! Leitern, Tobi!
Was bringen die? Bro, Leitern bringen uns nichts, weil wir die nicht auf dem Boden placen können. Ja, aber wir können daran klettern und uns richtig Bro, bewegen. Bro, du kannst die nur auf dem Boden placen bei uns hier. Stupid. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ja, ist die Wand hoch, was sollen die machen? Tunnel, 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 das ist dieses Erz. Ey, Digga, wir schaffen es nie zum Enderdrachen, Alter. Mein Kopf hat Schmerzen. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Okay, und wieder rein in Tunnel, Tunnel, Tunnel. Zu wild. Ja, da sind die Schafe. Nicht weglaufen vor mir, okay? Auch wenn ich dich essen möchte. Ja? Eine Wolle? Scheiße, Mann, Tobi, wir werden den Enderdrachen damit nicht besiegen. Wir sind nicht ganz gut. Können wir auch nicht. Überleg mal, wenn wir am Ende sind, was dann? Dann sind wir am Ende. Digga, ich kotze gleich gefühlt. Alter, Junge, guck mal jetzt in deinem echten, in deinem Zimmer. Guck dich mal im Büro kurz um. Digga, mein Zimmer. Oh, Junge, es ist alles kopfschmerzmäßig. Ja, Kopfschmerz, aber es fühlt sich schöner, weil man sein Zimmer normal sieht. Nein, 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 nein! Nein, ich muss im Meer landen. Ah, nein, Skelett! Bro, ich bin mitten im Meer. Ja, kommt, kommt, kommt alle. Ja, kommt alle. Kommt alle. Gebt mir eure köstliche Nahrung. Was? Was? Eins, zwei, ja! Und die Wolle. Und hops, und hops, und hops. Und ich sterbe, ist egal, denn wir können uns jetzt ein Bett craften. Passt mal auf, Leute. Ich bin's, Christoph Craften. Und ich werde es mir craften, das Bett. Okay, Tobi, ich habe ein Bett. Was hast du? Okay, pass mal auf, Leute. Ich versuche jetzt hier ganz kurz mal rüber zu fliegen zum Meer. Bro, fliegen wir übers Meer. Hier ist voll die geile Welt. Komm ich nochmal. Ich bin jetzt komplett woanders. So, ich habe jetzt auch ein Bett. Okay. Ah, okay, gut. Oh, 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 oh. Scheiße, Mann. Das Wasser nutzt du gleich zum Landen. Wie es Kampfjets halt machen. Kampfjets landen nicht im Wasser, Tobi. Wie es Kampfjets machen. Und landen? Ja, Mann, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Tobi, ich hab die beste Idee. Was, wenn man sich ein Boot macht? Ah ja. Wohin? Richtung da. Alter, mach das meinen Kopf kaputt. Okay. Hey, kann ich diesen... Oh! 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 Ah! Aussteigen! Scheiße! Ah! Ja! Mann! Hilf, ich lauf den Baum hoch. Oh mein Gott, ich hab's erst mal in meinem Leben Water Energy geschafft. Und nochmal. Warte mal. Schweine. Ja, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Wir beenden das Ganze jetzt hier. Ich bin sauer und genervt. Mein Kopf. Alter, okay. Wir drehen uns jetzt nochmal ganz kurz, Leute. So ist es eigentlich normal. So ist Alter. Oh mein Gott. Ey, wem ist jetzt noch? Oh mein Gott. Digga, okay. Wir drehen jetzt nochmal Richtung E. Nee. Oh, oh. Und nochmal. Mach mal U zum Abschluss. Okay, U. Hä? Oh, oh. Ja, fliege ich jetzt einfach. Oh, hä? LOL! Wenn man gar Blood boilt. Guck mal. Recht. Was passiert da? Guck mal auf deine Todesart. Ja, mein Blut ist einfach gekocht. Ich glaube, das passiert an der Stelle dann. Leute, falls ihr Bock habt, dass wir mal ein Community-Event in der Sideways World machen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, auch im Stream. Riesiges Dankeschön an der Stelle. Das war's von unserem wunderschönen Video. Ich bin raus und reicht's. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tüdelü. Und kein Shoutout an Schreiben an der Stelle.